Die Alpenüberquerung. Der Traum vieler Wanderer in Österreich und Deutschland. Aber gibt's eigentlich die Alpenüberquerung? Oder gibt's nicht vielmehr viele Wege, die nach Rom, na Moment mal, nach über die Alpen führen? Einen netten Überblick möchte ich euch heute liefern. Die Alpenüberquerung gehört zu den schönsten Erlebnissen für Wanderer. Und viele Wanderer sind bereit, sich auf diese Traumtour auch dementsprechend vorzubereiten. Doch was viele vergessen, es gibt einige Routen, die die Alpenüberquerung letztlich möglich machen. Für welche ihr euch letztlich entscheidet, das hängt vor allem von den drei großen Fragen ab, die ihr euch unbedingt stellen müsst, um letztlich wirklich ein schönes Erlebnis zu haben und nicht letzten Endes enttäuscht wieder zu Hause anzukommen. Die drei wichtigen Fragen lauten: Erstens, wie schwierig und anstrengend soll bzw. kann meine Tour eigentlich werden? Zweitens, wie viel Andrang sollte auf der Tour maximal herrschen? Drittens, wie viel Zeit kann und will ich mir nehmen? Die erste Frage ist wichtig, damit an den letzten Tagen nicht plötzlich kein Saft mehr im Tank ist und jeder Schritt eine Quälerei wird. Hier ist natürlich eine realistische Selbsteinschätzung absolut essentiell. Wer die Vorbereitung nicht ganz im Blick hat, sollte im Sinne der Erholung und auch des Erlebnisses lieber die kleineren Brötchen backen und einen Gang runterschalten, wenn es um die technische Schwierigkeit, den Gesamtanspruch, Höhenmeter und Distanz pro Tag geht. Die zweite Frage ist natürlich wichtig, wenn ihr ein Ruheliebhaber seid. Klar, in den Bergen sind wir alle mehr oder weniger gerne in Ruhe unterwegs, aber manche Wege sind deutlich bekannter und überlaufen als andere Wege. Vor allem in den Sommerferien und wenige Tage zuvor und danach sind die Wege aber immer etwas stärker frequentiert als zu den Randzeiten. Also etwas oder sehr viel stärker. Komplett allein seid ihr natürlich, wenn ihr abseits der Hüttenöffnungen, also abseits der Saison unterwegs seid. Die dritte Frage ist natürlich der limitierende Faktor für die Tour. Nicht alle Touren lassen sich im gleichen Zeitrahmen abfrühstücken, deshalb plant eure Tour nach eurem Zeitfenster oder umgekehrt. Die häufigste Frage bei den Alpenüberquerungen ist wohl auch die richtige Zeit im Jahr. Und da muss man ganz klar sagen, dass es nicht die Zeit für die Alpenüberquerung gibt. Grundsätzlich verhält es sich mit der Schneelage im Frühjahr immer sehr unterschiedlich. Gibt es einen späten Wintereinbruch wie jetzt 2023, dann sind die schneefreien Wege definitiv erst Mitte Juni in Sicht. Je nachdem, für welchen Weg man sich entscheidet, kann das schon eher oder später der Fall sein, da sich die High Points der Touren zwischen 2200 und 3200 Metern bewegen. Die meisten Hütten haben bis Ende September geöffnet. In den letzten Jahren war die Bergsaison aber selbst nach Hüttenschluss noch lange nicht vorbei. Die letzten Tage der Hüttensaison sind also durchaus eine Option. Doch eine Garantie gibt es dafür natürlich nicht. Schnee im September ist genauso eine Möglichkeit wie die Dürre im Mai. Man muss also leider auch manchmal etwas hoffen und abwarten. Doch gerade bei der Jahreszeit darf man gegebenenfalls nicht zu lange warten. Hütten für den E5 beispielsweise sind zu gegebenen Tagen schon Monate im Voraus ausgebucht. Ja, Weitwandern, gerade auf diesen Wegen, ist einfach kein Geheimtipp mehr. Eine Option, die bei manchen Alpenüberquerungen möglich ist, ist die Begehung in der Off-Season. Wenn die Hütten geschlossen haben, sind viele Hütten nämlich mit Winterräumen ausgestattet. Informiert man sich rechtzeitig und trifft die notwendigen Vorbereitungen, dann hat man sogar die Chance, am beliebtesten Weg vollkommen allein unterwegs zu sein. Doch je früher oder später man seine Tour plant, umso risikoreicher ist die Idee. Schneefall, schwierige Bedingungen auf den Wegen oder vielleicht sogar die Lawinengefahr können dann schnell ein Problem werden. Bedenkt das also bitte, wenn ihr auf eurer Tour ganz einsam unterwegs sein wollt und deshalb diese Option wählt. Doch welche Wege gibt es denn überhaupt? Hier zumindest mal kurz drei im Überblick. Fangen wir mit dem absoluten Klassiker im Sinne der kürzeren Strecken an, dem E5 Fernwanderweg. Keine Alpenüberquerung ist so beliebt und bekannt wie der Weg von Oberstdorf nach Meran. Man startet im deutschen Oberstdorf, durchquert die Lechthaler Alpen, die Ötztaler Alpen und landet letztlich im Schnalstal und im Meran. Dabei gibt es in planmäßig 6 bis 8 Tagen, je nach Wahl der Verkehrsmittel und Fitness, rund 6000 Höhenmeter und 110 Kilometer zu überwinden. Das Besondere ist, dass die Höhenmeter und Kilometer durch das Abkürzen von Abschnitten mit Bussen nochmal deutlich verändert werden können. Zweimal gibt es die Möglichkeit, die Strecke um ein ganzes Eck zu verkürzen.
Durch seine Bekanntheit sind die Hütten schon lange im Voraus teilweise massiv überfüllt und der Weg selbst entsprechend frequentiert. Je nach Tag, wenn die Tageswanderer noch dazukommen, kann es passieren, dass man immer vor oder hinter jemandem geht. Der nächste Weitwanderweg ist der Weg von Garmisch nach Sterzing. Im Gegensatz zum E5 ist man hier auch immer wieder mal in Städten oder Tälern mit mehr Infrastruktur unterwegs. Sucht man also einen sanften Exit aus der Zivilisation, ist das ein guter Startpunkt. Auch der Garmisch-Sterzing-Weg ist sehr beliebt, auch weil man sich den ein oder anderen Höhenmeter durch die Unterstützung von Seilbahnen ersparen kann. Es gelten also die gleichen Buchungs- und Frequentierungsbedingungen wie beim E5. Durch die deutlich besser ausgebauten Wege und den Fokus auf talnahe Wege, der höchste Punkt liegt auf etwa 2100 Meter und die meisten Höhenmeter, die zurückgelegt werden müssen, sind nur 900 an einem Tag, ist der Garmisch-Sterzing-Weg auch deutlich einfacher als der E5. Insgesamt gilt es für diesen Weg rund 90 Kilometer und etwa über 4000 Höhenmeter zurückzulegen. Aufgeteilt auf 5 bis 7 Tage ist das eine sehr gemütliche Tour, die zwar keine offizielle Alpenüberquerung ist, weil sie nicht hinter den Alpen endet, aber dennoch viele aussichtsreiche Punkte verspricht und dabei auch ein sanfter Einstieg in das Thema Weitwandern sein kann. Wer das Gegenteil von Einführung und Gemütlichkeit sucht, der wird mit dem Startpunkt Garmisch aber trotzdem glücklich. Nur geht's dann eben nicht nach Sterzing, sondern noch ein bisschen weiter bis nach Brixen. Aber auch der Weg könnte unterschiedlicher nicht sein. Hier heißt's über das Rheintal, über die Knorrhütte, die Grünsteinstarte, Lüsens und das Horntaler Joch, über Teile des Stubaier Höhenwegs und die Tribulauenhütte teilweise bis zu 1500 Höhenmeter pro Tag zurückzulegen. Mit rund 180 Kilometern und insgesamt 10.000 Höhenmetern ist der Weg jedenfalls eine Herausforderung. Auch weil letztlich die Wege nicht einfache Bergwege, sondern teilweise mittlere bis schwere Bergwege sind. Das alles führt letztlich dazu, dass dieser Weg phasenweise tatsächlich durch Einsamkeit glänzen kann und einem hauptsächlich Tagestourengeher über den Weg laufen werden, die meist sowieso woanders hin wollten. Mit dem steigenden Anspruch schwindet eben unterm Strich auch die Masse. Das ist ganz allgemein für alle Weitwanderwege gültig, egal ob Überquerung, Alpen oder Alpenüberquerung. Das waren zumindest mal drei der vielen, vielen Weitwanderwege über und in den Alpen, doch natürlich gibt es noch einige mehr. Viele verlaufen deutlich über die Alpen hinaus, wie beispielsweise der Weg München-Venedig, der ebenfalls extrem beliebt ist und mit über 500 Kilometern, aber auch weit mehr als die Alpen umfasst. Was man letztlich bevorzugt, zumindest von diesen drei empfehlenswerten Wegen, was nicht heißen soll, dass die anderen nicht empfehlenswert sind, aber ich musste halt für dieses Video auch eine Auswahl treffen. Das obliegt natürlich den eigenen Vorlieben und unseren drei wichtigen Fragen. In diesem Sinne könnt ihr mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher der drei Wege eigentlich euer Favorit wäre, ob ihr vielleicht einen ganz anderen Favoriten habt oder ob ihr einen davon schon mal gemacht habt. Also los. Tippt. In diesem Sinne, wie findet ihr die Idee, wenn ich euch mal einen der Wege im Detail zeige und euch vielleicht sogar einmal mitnehme? Schreibt mir auch das gerne mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!